Leute, 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 ihr seid einfach großartig. Ich habe schon erwartet, dass ein paar mitmachen, weil ich immer gehofft habe, dass die Leute, die meine Videos anschauen, auch aktivistisch veranlagt sind. Aber dass so viele mitmachen und dass das Ganze so explodiert, hätte ich mir nicht gedacht. Die Steckbriefaktion war ein voller Erfolg. Und das kann ich wirklich sagen, also das ist kein Politiksprech, alles war ein Erfolg, es muss ja alles ein Erfolg gewesen sein. Nein, es wurden so viele runtergeladen und so viele verbreitet. Ich wurde überschüttet mit Bildern voller Kreativität und voller Mut von Leuten, die die Steckbriefe von Christoph Heusgen, Jürg Lauber und Jan Kickert in der Schweiz, in Österreich und ganz Deutschland verbreitet haben. Wir haben damit so viele Leute aufgeweckt, ihnen gezeigt, was hier passiert. Nicht vor unseren Augen, sondern in den Hinterzimmern der Macht. Und ich habe jetzt ein kleines Video erstellt mit einer kleinen Compilation dieser Steckbriefe und auch um das Ganze einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren und vor allem alle zu würdigen, die mir ein Bild geschickt haben, kommt jetzt auf die offizielle Migrationspakt-Seite eine Galerie mit den schönsten Steckbriefbildern. Und wenn euch kuriose Dinge passieren, wie jenem Aktivisten, dem der Copyshop verweigert hat, diese schrecklichen Steckbriefe zu drucken, oder jenem, der bei einem Steckbrief auf einer Pinnwand nachher eine politisch korrekte Gebrauchsanweisung und Kommentierung gefunden hat, dann schickt mir die auch oder noch besser, postet sie in den Discord-Server, den wir aufgemacht haben. Das ist ein Programm, wo man quasi chatten kann, Ideen teilen kann. Wir haben einen offiziellen Migrationspakt-Discord-Server eröffnet, wo Leute Bilder hochladen, die dann auf der Homepage eingereicht werden und vor allem Aktionsideen austauschen können. Die Phase 2 war ein voller Erfolg. Wir haben viele Leute erreicht und vor allem haben wir die drei Verantwortlichen, Christoph Heusgen, Jürg Lauber und Jan Kickert, die drei Namen haben sich mir ins Gedächtnis eingebrannt, bekannter gemacht, als sie es jemals sein wollten. Die Frage, die jetzt natürlich brennend ist, haben wir die 4 Millionen wirklich geschafft? Das ist schwierig, das können wir nicht messen. Also ich kann jetzt nicht durch die Gegend hopsen in Deutschland, Österreich und die Briefe zählen. Ich bin mir auch sicher, wenn ich jetzt alle Bilder zähle, die mir geschickt wurden, ist das eher ein inakkurates Bild. Aber es gibt eine Möglichkeit zu messen, wie die ganzen Phasen, Phase 1, Phase 2 und die folgenden Phasen und auch jedes Gespräch von euch erfolgreich sind oder nicht. Das sind die Petitionen auf der Seite. Die Petition, das ist so wie unser Power Level. Wenn auf 100 verbreitete Steckbriefe eine neue Unterschrift auf der Petition kommt, dann ist das der Niederschlag des Erfolgs. Die Petition ist also so etwas wie ein Trichter, in dem alle Widerstandsakte von Gesprächen bis hin zu den Steckbriefen und weiteren Phasen, die kommen werden, zusammenfließen sollen und uns den Erfolg zeigen. Den Erfolg unserer Arbeit. Und dazu ist sie auch so etwas wie ein Mobilisierungspotenzial. Denn viele haben mich gefragt, was der Sinn davon ist. Das ist ja nicht nur eine tote Unterschrift. Die Leute tragen ihre E-Mail ein und kriegen dann jede neue Phase wie eine Welle ausgeschickt und werden erinnert, dass der Pakt eben noch bevorsteht, dass es die Kampagne eben noch gibt und was man da tun kann. Das heißt, je mehr wir erreichen, desto mehr machen mit bei den Phasen. Desto mehr erreichen wir, desto mehr unterschreiben. Das Ganze ist eine Art exponentielle Widerstandsfunktion. Kennst vielleicht die Geschichte mit dem Schachbrett und den Reiskörnern? Das ist der Sinn dahinter und dass es auch Erfolg hat, der Druck zeigt sich bereits in ersten politischen, realpolitischen Niederschlägen des Erfolgs. Die letzte Woche hat der Migrationspakt fast alle Medien dominiert. Die politischen Parteien, vor allem in Österreich, wurden gezwungen, Stellung zu beziehen. Und tatsächlich schwankt jetzt nicht nur Österreich, sondern auch Polen. Es gab einige Rückschläge, in der Schweiz will man doch unterschreiben, aber im Prinzip geht es hier um das sogenannte Themensetting. Es geht darum, dass nicht mehr darüber geschwiegen wird, dass darüber gesprochen wird und die Politiker vor allem gezwungen sind, sich zu erklären. Denn Politiker reagieren, das ist eine Grundweisheit der Politik, immer nur auf Druck. Sie sind träge, sie brauchen Anstöße. Und was sind die zwei großen Druckmomente im Leben der Politiker? Zuerst die Presse, was die Medien über ihn schreiben und zweitens die Wahlen. Und die Presse ist links. Und die Wahlen sind selten. Und wenn die Wähler ihre Stimme abgegeben haben, dann gehen sie zurück zum Konsumieren und zum Arbeiten. Und genau das kann man verändern und aufbrechen. Man kann den Druck
über das gesamte Jahr verteilt. Man kann ihn überall an all die kleinen Synapsen, ja, an die Basis der Politik setzen und dort ansetzen und dort Stück für Stück erhöhen und damit die Politiker permanent unter Druck setzen. Das habe ich gelernt im Studium vieler Bücher über Politik, insbesondere aus Amerika. Da entsteht das Ganze. Es geht darum, dass man die eigenen Gesetzgeber auf der lokalen Ebene unter Druck setzt. Und wenn man eine Gruppe hat, die groß genug ist, motiviert genug ist, kann man dadurch wirklich einen Effekt erzeugen. Aus dem Grund haben wir auch die Petition gestartet, um diese Gruppe, das Potenzial, das Power Level zu erzeugen. Jetzt haben wir es da. Jetzt setzen wir es ein in Phase 3. Ein paar von euch haben vielleicht mitgemacht dabei, das Auswärtige Amt, Außenministerium etc. anzuschreiben und da kamen die ganzen Überlastungsmeldungen. Wenn wir uns ehrlich sind, die E-Mails hat keiner gelesen, weil das war ja ein symbolisches Zeichen. Aber auf der lokalen Ebene werden E-Mails gelesen. Da werden Gespräche geführt, da werden Sorgen ernst genommen und das wird auch weitergeleitet auf die oberen Ebenen. Wenn man das in ganz, ganz vielen Orten macht, entsteht ein Trend, ein Gefühl und ein Bewusstsein in der Politik. Und genau das werden wir jetzt machen. Denn ob du willst oder nicht, ob du sie gewählt hast oder nicht, du hast in deinem Ort, deiner Gemeinde, deinem Bezirk auch deine Regierungsvertreter, die in Deutschland in der Regel von der CDU, CSU sein werden. In Österreich von der FPÖ, ÖVP, in Schweiz von der SVP. Das sind die drei Parteien, auf die wir uns konzentrieren, also vier Parteien. Parteien, die rechtsmittig stehen und vor allem Regierungsverantwortung haben. Was ihr machen sollt in Phase 3, und ich bitte euch das direkt nachdem das Video zu seinem baldigen Ende gekommen ist zu tun. Ihr gebt einfach zum Beispiel jetzt hier ein Beispiel Chemnitz ein, CDU Chemnitz in Google. Dann kommt CDU Chemnitz, wir sind Nachbarn, Start. Und auf der Seite finden wir ein Büro, wir finden eine Kontaktadresse und wir finden kommende Termine. Wir können Sie anrufen, wir können eine E-Mail schreiben und wir können eine Facebook-Nachricht schreiben, wenn Sie Facebook haben. Was wir Ihnen schreiben, ist Folgendes. Wir schreiben, das macht ihr in eigenen Worten, damit es auch wirklich authentisch rüberkommt, also diesmal kein vorgefertigter Text. Ich würde mich gerne treffen, ich würde mich gerne informieren als Bürger über den geplanten Migrationspakt. Ich hätte gern ein Telefongespräch oder ein Treffen mit einem Vertreter. Wenn ihr keine Antwort bekommt, dann geht ihr zu den Bürozeiten hin zu deren Büro. Wenn es in eurem kleinen Ort kein Büro und keine Zentrale gibt, dann geht ihr zum nächstgrößeren Ort. Dort geht ihr hin. In Deutschland zur CDU, CSU, bevorzugt oder SPD, in Österreich zur FPÖ oder ÖVP oder beiden, in der Schweiz zur SVP und sagt ihnen einfach, was euch über diesen Migrationspakt im Kopf herumgeht, in eigenen Worten. Wenn ihr Informationen braucht, Argumente, ich habe unter dem Video eine Liste an wirklich mittlerweile großartigen Videos von Schrang bis hin zu Hagen Grell und Stürzenberger und vielen anderen, die mit Experten über diesen Pakt reden. Also Informationen sind mittlerweile alle da. Was es bewirkt, fasse ich nochmal zusammen. Viele, viele politische Funktionäre auf der lokalen Ebene sehen, dass es für den Bürger ein Anliegen ist. Sie haben zum Bürger keinen Kontakt mehr. Sie haben nur mehr die Angst vor den Wahlen alle paar Jahre und die Medien und die Presse. Wenn viele mit ihnen sprechen, viele sie anrufen und viele ganz normale Menschen, und ihr seid normale Menschen, ihr seid normale patriotische Bürger ihres Landes, ihnen zivil, aber bestimmt sagen, dass sie sich Sorgen machen und dass sie gerne eine offene Debatte hätten, dass sie gerne eine Abstimmung hätten über diesen Pakt. Dann erzeugt das eine Stimmung und das geht dann bis nach oben. Also macht mit bei der Phase 3. Tragen wir den Druck in die Parteibüros der politischen Vertreter. Machen wir aus der Petition ein echtes Widerstandswerkzeug und vor allem vernetzt euch. Mich interessiert brennend, was da passiert, wie die reagieren, wie eure Gespräche verlaufen, ob sie überhaupt antworten. Und das interessiert uns alle anderen auch. Und deshalb wäre es genial, wenn ihr in den Discord-Server kommt und dort in dem eigenen Phase 3 Gesprächsraum, habe ich Chatroom gut eingedeutscht, von euren Erfahrungen berichtet. Die interessantesten Erfahrungen werde ich hier auf dem YouTube-Kanal auch verbreiten und damit können wir in der Phase 3 einen entscheidenden Druck ausüben. Falls ihr bei Phase 1 noch nicht mitgemacht habt, also eure eigenen Informationsverbreitungskanäle noch nicht aufgebaut habt, könnt ihr das Video schauen. Falls ihr noch Steckbriefe braucht, die Phase 2 läuft natürlich weiter bis zum 11. Dezember, findet ihr auch im Link unten. Ich habe die Steckbriefe auch mit Hilfe einiger guter Aktivisten erneuert. Und ich bitte euch, weiter aktiv zu bleiben, denn der Druck wirkt bereits. Und wenn wir es schaffen, den auf alle Parteibüros und Parteizentralen zu verbreiten, dann, glaubt es mir, werden in der CDU ein paar Leute zum Nachdenken und Überlegen beginnen. Dann wird sich in der FPÖ eine
Gewissheit bilden, dass ihre Wähler es ihnen nicht verzeihen werden, wenn dieser Pakt unterzeichnet wird. Und auch in der Schweiz wird die SVP vielleicht noch einmal Druck machen, dass die Entscheidung, den Pakt mit einer Sonderklausel zu unterzeichnen, noch einmal überdacht wird. Wir haben Zeit, es ist erst die dritte Phase und es kommt darauf an, dass ihr weitermacht und nicht vergessen, wir sehen den gesamten Erfolg unserer Tätigkeiten immer im Wachstum der Petition auf der Petitionsseite. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Es macht mir große Freude, so viele Leute zu sehen, die hier mitmachen. Ich bin so auf dem Weg zu einer IB-Zone nach Wien, wo wir auch nochmal in Real Life Unterschriften einsammeln werden. Es gibt auch noch einige andere Aktionsideen, es sind Demos geplant. Bleibt dran, wir, unsere Generation, während unserer Wache quasi, lassen nicht zu, dass dieser Pakt ohne Widerstand unkommentiert unterzeichnet wird. Nein, wir wollen haben, dass er nicht unterschrieben wird und dass unsere Staaten souverän und frei bleiben.